Ja, Connor, geh wieder hinter dem Fernseher. Er macht das auch noch. Ey, okay. Der Kater ist weg. Magie. Ja, hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder früh am Morgen und ich habe richtig Bock, bin auch wesentlich fitter, als ich es gestern war. Gerade nach der zweiten Schicht ist man, ja, schon ein bisschen in der Routine. Ach, da ist der Kater wieder. Magie. Ist man auf alle Fälle schon eher in der Routine drin. Ich habe einfach Bock, nochmal ein kurzes Video zu machen und will versuchen, zwei Erfolge freizuschalten. Das ist einmal mit den Renault in den Punkten in Castellet zu kommen. Und das andere war, ich habe es mir gerade angeguckt, das andere war, was war das andere gewesen? Da muss ich gleich nochmal gucken. Ich habe tatsächlich das andere jetzt irgendwie vergessen. Das eine war mit Renault gewesen. Ach so, genau. Das eine war halt das mit Renault gewesen, in Castellet Punkte sammeln und das andere ein bisschen zeitaufwendiger, aber nur ein bisschen all die kurzen Strecken absolvieren. Ich weiß nicht, im Bahrain, denke ich mal, war einer gewesen. Wo waren noch welche gewesen? In Japan, Silverstone. Und die werden wir jetzt einfach mal ganz fix versuchen abzuschließen. Auch ein gutes Training dafür, um die Fahrhilfe Anti-Blockiersystem, was ich jetzt ausgeschaltet habe, mich wirklich daran irgendwie zu gewöhnen. Ich habe mir gestern ein Video angesehen. Gucken, ob ich das irgendwie finde. Und dann würde ich es ganz gerne verlinken, was mir weitergeholfen hat oder wo ich glaube, es könnte mir weiterhelfen. Und ja, ohne viel zu quatschen, fangen wir doch einfach jetzt mal an. Dementsprechend werde ich aber auch wirklich mit der Schwierigkeit ein bisschen runtergehen, um mir nicht selber gleich diesen extremen Druck zu machen, weil ich auch gestern gemerkt habe, es fährt sich halt einfach viel anders ohne Antiblockiersystem oder ohne ABS. Und ich will nicht sagen, dass das dann weniger Spaß macht. Ich war auf 96 gewesen. Ich würde jetzt mal einfach auf 85 gehen. Also bei Experte. Nicht, dass es mir jetzt weniger Spaß macht oder so, aber es ist halt wirklich wesentlich schwieriger, schwerer und natürlich war es vorher einfacher gewesen, weil man voll in die Eisen gehen konnte, also so spät wie es nur ging, bremsen konnte und jetzt bleiben die Räder einfach stehen und man schlittert geradeaus. Von daher, aber das ist halt jetzt der richtige Weg. Die nächsten Ziele sind dann eigentlich auch schon gegeben. Manuelle Schalten und irgendwann zum grünen Abschluss. Und das wird halt auch eine ganz große Umstellung sein, dass man die Ideallinie komplett ausschaltet. Jetzt habe ich sie noch in den Kurven eingestellt. Und das möchte ich dann ganz gerne auch soweit machen. Ja, wie gesagt, fangen wir einfach mal an. Gucken, ob ich da noch ein, zwei Erfolge weiter freischalten kann. Das wäre einmal Jeff dazu zu bringen, dass er ruhig sein soll. Und die Batterie zum Rennende komplett leer fahren. Also auf Null. Dann könnten wir automatisch in den einen Rennen jetzt schon drei Erfolge freischalten. Gucken. Also ich habe ja jetzt ein Video gemacht, wo ich ein bisschen Zeitfahren geübt hatte. Und das lief ja ganz gut. Jetzt mit Anti oder mit ohne ABS jetzt wird das wahrscheinlich alles ein bisschen schwieriger. Wie dem auch sei. Fangen wir einfach an. Setup haben wir ja auch schon. Können wir gleich mal laden. Und ich bin hochmotiviert. Gestern war ich einfach zu müde gewesen, um noch irgendwie großartig was instande zu bringen. Hab's trotzdem geschafft, aber es hat doch länger gedauert, als ich dachte. Also für ein 15 oder 18 Minuten Video habe ich gestern fast anderthalb Stunden gebraucht. Also das war nicht so feierlich gewesen. Hoffentlich geht das heute ein bisschen schneller und ohne viele Versuche. Jo, das sind wir jetzt auch. Oh. Na, Ricardo, wo bist du denn? Ach! Oh. Wir sehen geringfügige Schäden am Front. Oh. Zu sein, aber geh es etwas ruhiger an. Okay, Verzeihung, 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 Verzeihung. Oh, wei. Alles in Ordnung? Alles Das war gut. heftig. Sag uns bitte, ob. Scheiße. Oh. Ups. Ach nee, komm, nicht jetzt. Ey, dieses scheiß Headset.
Dieses verfickte Kack-Headset, ey. Kurve 1 im Kopf durchgehen. Wenn wir es ruhig angehen, fahren wir aus einer guten Position heraus. Wir müssen es nicht gleich am Anfang des Rennens übertreiben. Wie dem auch sei, auch ein neues. Zu diesen Reifen. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Noch 5 Runden bis zum Ende des Rennens. Bis jetzt auch keine großartigen Verbremser, weil ich auch mal probiere, erst für einen kurzen Moment sehr hart in die Bremsen zu gehen und dann nach und nach, eigentlich wie beim Gas geben, loszulassen. Nur dass es genau andersherum ist, dass ich natürlich erst sanft Gas gebe, bis ich voll zudrücke. Aber es ist dasselbe Spiel, wie es am Anfang auch war. Man hat sich irgendwann auf das Lenkrad samt Gaspedal gut einschießen können. Oh, der war ein bisschen spät. Und im Rennen war natürlich ganz anders gewesen. Sobald die Autos vor einen fuhren, war man total abgelenkt von all den Gegebenheiten vor einen. Ist jetzt natürlich jetzt auf Anhieb mit ABS aus im Rennen doch ziemlich schwer. Vor dir. Weniger als eine Sekunde Abstand zwischen euch. Sie fahren mit 9 Ultraweichen. Ocon hinter dir. Der Abstand beträgt weniger es, als... Es gibt sich wirklich die Möglichkeit, ihn irgendwie auszubremsen, aber jetzt es riskant nochmal reinzustechen, mache ich lieber nicht, weil ich echt zufrieden bin, gerade doch jetzt die Runde hier relativ sauber zu fahren, ohne auch einen großartigen Verbremser gehabt zu haben. Oh, was sage ich? Was mache ich? Was mache ich? Jetzt war ich so abgelenkt, weil er doch wesentlich langsamer war. Oh, was mache ich hier? Den Kombi Honda kriegen wir noch. Der hat noch keinen Renault-Motor. Okay, abwarten. P12, wir sind auf P12. Alonso vor dir. Was waren wir? P12. Oh, 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 oh. Großes Finale. Großes Finale. Oh, 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 yes. Yes, 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 yes. Ich stelle dich rein. Jetzt hier. Leck mich am Arsch. Oh. Komm, Batterie, geh alle.
Nee, Batterie geht leider nicht mehr alle. Oh, was mache ich hier? Ach, das lassen wir so drin. Ei, 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 ei.